in der Zwischenzeit ein kleines Gespräch mit dieser Professorin. Ja. Sie sehen gut aus, Ethan. Weil ich mir neue Kleider angezogen habe. Ihre neuen Kleider sehen aus wie Ihre alten Kleider. Ich mag den Stil. Und wo ist die Kiste? Die Kiste? Naja, irgendwo werden Sie den Kopf des Mädchens schon reingepackt haben, richtig? Also, ich war diesem Mädchen auf der Spur. Bloß auf der Spur? Professor, glauben Sie mir, sie war allein. Und sie saß bereits in der Falle. Und sie ist trotzdem entwischt? Also auf einmal, da hat etwas meine Axt gepackt. Aber ich konnte nicht sehen. Und ich wurde in die Luft geschleudert. Und das hat Ihnen so viel Angst gemacht, dass Sie die Kleidung wechseln mussten. Wie eklig. So ganz war das nicht. Sie sind wirklich für gar nichts zu gebrauchen, Ethan. Was schlussfolgern Sie aus dieser Begegnung? Schlussfolgern? Naja, ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Ethan, wenn man eine Stubenfliege mit einem Tischbein kreuzen würde, hätte das bemitleidenswerte Resultat noch mehr Vorstellungskraft als Sie. Wonach suchen wir denn die ganze Zeit, na? Geister. Sie meinen, ein Geist hat mich? Ist der Penny endlich gefallen? Ich sagte doch, dass Sie mir früher oder später glauben würden. Bleiben Sie an dem Mädchen dran. Es scheint Geister geradezu anzuziehen. Ich brauche die Energie dieser Geister, bevor es für mich zu spät ist. Ich bin so kurz davor, das Rätsel der Seelenübertragung zu lösen. Aber ich brauche mehr Tests, mehr Energie. Liefern Sie mir diese Energie, Ethan. Verfolgen Sie das Mädchen weiter und finden Sie heraus, ob es noch andere Quellen gibt, wo wir unsere Schnapper mit Geistern füllen können. Natürlich, Professor Ashcroft. So. Es klingeln noch die Glocken. Das geht doch wohl nicht. So, wir haben ein Schwert. Natürlich. Sieht schön aus. Ist aber nur eine Requisite. Scharf ist es nicht. Feder. Jetzt kann man sich wieder gefahrlos hinsetzen. So, was haben wir denn da? Eine Schublade. Und da ist eine Spitze. Wo die wohl eigentlich benutzt wird, muss man ja nicht alles wissen. Ja, da hast du, glaube ich, recht. Schlüsselloch? Das hilft mir leider nicht. Die Tür ist verschlossen, gell? Wusste ich's doch. Die Tür ist natürlich verschlossen. Mal sehen, ob ich etwas durch das Schlüsselloch erkennen kann. Und streckst den Arsch genau. Aber natürlich, der Schlüssel steckt von der anderen Seite. So. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Das ist das mit Wasser füllen. So. Nun ist die Spritze voll mit Wasser? Ich möchte nicht genauer darüber nachdenken. Jetzt könnten wir so den Schlüssel rausspritzen. Also rausstoßen. Hey, ich habe den Schlüssel aus dem Schloss geschossen. Nur, durch die Wand. Wie komme ich jetzt dran? Durch die Wand geht's dann zum, geht das Schlüsselloch raus. Also, das Spiel ist irgendwie ein bisschen verbackt. Passt. Ich habe eine Spule gebaut. Und das kommt jetzt, glaube ich, in diesem Ding da. War das so? Ja. Ein Schwertschlucker-Naturtalent. Die Spule passt perfekt. Jetzt können wir das. Ist das so? Ey, ich glaube, ich habe ihn aufgeladen. Und was kann man jetzt erschaffen? Das Gerät ist immer noch aufgeladen. Oscar? Könnten wir mal. Das ist aber nichts für Leichtmatrosen. Ja, das lassen wir so. Ja, genau. Jetzt gehst du, glaube ich, hin. Oscar? Und jetzt kommt der Schlüssel doch rein. Ich bin gespannt. Ja. Der Schlüssel. Und da ist der Schlüssel. Endlich hat die Kitzelei aufgehört. Und jetzt kommt diese schöne Musik, wenn man was geschafft hat. Und jetzt geht's rein. In zum Senat. Dann gehen wir mal. Ladebildschirm. Hinter diesem riesigen eisernen Vorhang ist die Bühne. Das Orakel. Dahinter hat's eine Menge Leute erwischt. Ich könnte den Vorhang mit Leichtigkeit hochheben. Mach dich lieber nützlich, Riesenbaby. Oh,
Schön. Was können wir da machen? Wir haben hier einen Scheinwerfer. So komme ich nicht weiter. Ja, okay. Hier ist, glaube ich, auch gar nicht was. Es ist so still. Es ist sehr traurig, wenn ich das Spiel auch. Ich meine, man muss ja bedenken, diese eiserne Vorhang, das war alles voller Leute. Und noch einmal kommt so ein riesen eiserner Vorhang auf dich drauf. Schon sehr traurig, gell? Ach, guck, da sieht man's. Also unter Wasser? Also, William, mach mal. Ich glaube, ich kann dieses Eisending bewegen. Einen Moment. Was zur Hölle ist das? Ah. Oh, Publikum. Schau mal, da ist ja auch Oskar, der Klägliche. Es heißt der Schreckliche, verdammt. Seid ihr das Orakel? Orakel? Schau dir doch mal das Bühnenbild an. Sieht das nach einem Orakel aus? Das ist ein Senat. Und wir sind die Senatoren. Der dort ist Julius Caesar, unser Chef, sozusagen. Ich spiele den Verräter Brutus, der Caesar tötet. Und dort drüben steht der leider etwas tollpatschige Tod, um Caesar zu holen. Hallo. Was ist mit euch passiert? Wie könnt ihr mir helfen? Ich suche den Gast meiner Schwester. Was ist mit euch passiert? Ja, das kommt davon, wenn man bei ausländischem Kram nicht genau auf die Anleitung achtet. Ein chinesischer Pyrotechniker sollte die Premiere zu einem wahren Feuerwerk machen. Naja, wie man sieht, war er sehr erfolgreich. Dank des eisernen Vorhangs ist das Publikum unversehrt geblieben. Und der blöde Pyrotechniker leider auch. Aber uns Schauspieler hat's erwischt. Und da wir Caesars letzte Rede niemals zu Ende spielen konnten, sind unsere Seelen nun auf ewig in diesem Theater gefangen. Aber keine Sorge. Ich muss mich nur an die letzten Zeilen des Stückes erinnern. Und dann können wir es zu Ende spielen und sind frei. Das versuchst du doch schon seit Jahren. Wir proben und proben und doch fällt dir nie der passende Schluss ein. Ich bleibe bei auf ewig in diesem Theater gefangen. Klingt auch viel theatralischer. Wie könnt ihr mir helfen? Ich suche den Geist meiner Schwester. Helfen? Wir sind doch nur Schauspieler, die vor ihrem großen Auftritt dahingerafft wurden. Und ohne dass wir unser Stück fertig spielen, werden wir niemandem helfen. Außerdem hast du doch schon tatkräftige Hilfe dabei. Ja, der große Schotte. Der wird ja wohl jedes Hindernis aus dem Weg räumen können. Aber hallo! Und nicht zu vergessen den raffinierten Oscar, nicht wahr? Ja, ja, Schottland. Das ist schön. Da fährt ja sogar eine Eisenbahn hoch. Aber mit der fahren nicht mehr viele, seit sie verflucht ist. Hab ich gehört. Hat der Eisenbahn gesagt? Ich hasse die Eisenbahn. Niemals würde ich in so ein Ungetüm steigen. Hey, vielleicht brauchst du einfach Urlaub. Urlaub im schönen Schottland. Was? Schottland? Ich werde ganz sicher nicht nach Schottland reisen. Und schon gar nicht mit dem Zug, denn da ist das Unglück mit meiner Schwester geschehen. Moment mal. Ihr meint, der Geist meiner Schwester könnte in Schottland sein? Schwester? Wovon redet sie? Natürlich. Dort, wo alles passierte. Wo? Was passierte? Die Kleine macht mich ganz verrückt. Ach ja, Bob, zum Thema verrückt machen. Ich bin schon zum dritten Mal über den Kleiderhaken deines Kostüms gestolpert. Jemand sollte das Zeug wirklich mal wegräumen. Jawohl. Den Haken, deinen alten Goldzahn, das Geldbündel und die komischen Eintrittskarten. Die Sachen liegen hier überall rum und man tut sich weh. Weg damit. Meint ihr etwa, ich brauche diese Dinge für meine Reise nach Schottland? Wie bitte? Warum meinst du die ganze Zeit, wir würden irgendwas meinen? Was ist nur los mit dir? Nur zu gern. Nimm den ganzen Krempel mit. Aber dann mach keine halben Sachen und befreie uns von allen vier Gegenständen. Okay. Bis später. So, dann haben wir es. So. Wenn das nicht interessant ist, das werde ich gleich mal Professor Ashcroft erzählen. Oder was meinst du dazu, mein guter Mr. Hyde? Wie gut, dass wenigstens einer immer ein offenes Ohr für mich hat. Und vielleicht ein anderes Auge. Okay, der war schlecht, der war sehr schlecht. Ich kenne den Weg zum Bahnhof. Schön, dass wir jetzt eine Karte haben. Und
Und deshalb habt ihr gegen die Engländer verloren? Klingt nach Leichtmatrosen. Nein, nein, du verstehst das immer noch nicht. Wir haben nicht verloren. Aber Schottland untersteht doch der britischen Krone. Ich pfeife auf die Krone. Alle Schotten pfeifen auf die Krone. Aber nur, weil ihr doch verloren habt, oder nicht? Ach, du nichtsnutziger Kapitän, was hast du denn jemals? Da ist die Bahn. Da ist das Mädchen, das springen wollte. Da sind Leute, die bescheuert aussehen. Typisch. Engländer, alles voller Engländer. Widerlich, kommt her, ihr Halunken. Ja. Ein Blatt. Euer Albtraum ist zurück. Schluss jetzt! Verdammt. Wir haben etwas Wichtiges zu tun. Ihr wisst doch, was die Geister im Theater gesagt haben. Meine Schwester finde ich in Schottland. Um genau zu sein, bei einer Zugfahrt nach Schottland. Lasst uns den Zug nehmen. Aber sicher. Ich versuche ja nur, unserem Unbelehrbaren etwas Nachhilfe in Geschichte zu geben. Ich gebe dir gleich Nachhilfe im Schwertschwingen. Oh, toll! Ich kriege auch eins? Nein. Oh. Kapitel 3. Orbi. Et Orbi. Ich konnte es nicht lesen. Es ging so schnell und ich konnte es irgendwie nicht. Ist doch geil. Eigentlich wollte ich jetzt eine Aufnahmepause machen, aber ich habe irgendwie jetzt richtig viel Spaß. Ja, ich muss es einfach machen, weil es einfach jetzt sein muss. Ja, also, wir sehen. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Wir werden im nächsten Teil, wenn wir hier versuchen, reinzukommen, weil wir eigentlich eine Straßenkette sind und bestimmt keine Eintrittskarten bezahlen können. Also mit diesem gefälschten Geld. Ja, und hoffentlich werden wir auch Emily finden endlich. Aber danke fürs Zugucken und viel Spaß für die folgenden Videos, die ihr heute noch guckt. Bye!